Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog, in dem ich jetzt doch tatsächlich mal ein Thema anspreche, von dem ich nie gedacht hätte, dass es überhaupt Thema sein kann. Weil, also ich dachte, das wäre total logisch, aber es ist so offensichtlich nicht. Denn viele von euch schreiben unter mein Video zum Thema mündliche Mitarbeit und wie man seine Note da verbessern kann, immer wieder Kommentare, die in etwa so klingen. Ich melde mich, er sieht mich und nimmt mich nicht dran. Ich melde mich nicht, er nimmt mich dran. Oder ich melde mich viel häufiger als mein Sitznachbar und habe trotzdem eine schlechtere Note. Oder irgend sowas in die Richtung. Und, also wie gesagt, ich dachte eigentlich, das wäre total logisch. Aber es ist es offensichtlich nicht. Deshalb wollen wir heute mal ein bisschen darüber quatschen, wie Lehrer sich eigentlich ihre Schüler raussuchen, die sie dann befragen im Unterricht. Es gibt ja, Unterricht heißt ja, Schüler machen mit. Das ist ja der große Unterschied zwischen Schule und Studium. Im Studium, da steht vorne einer, der ist der Alleinunterhalter, der erklärt und ihr hört halt zu oder auch nicht. Und in der Schule, da erklärt zwar auch ein Lehrer, aber der gibt euch Denkanstöße, Aufgaben, der will Rückmeldungen von euch, der will, dass ihr mitmacht. So, das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Und ich dachte bisher, das wäre logisch und alle hätten das verstanden, aber es ist wohl nicht so. Jetzt seid ihr ja, und das trifft auf so ziemlich jeden von euch zu. Es gibt sicherlich die ein oder andere Ausnahme, aber die meisten von euch sind nicht alleine in einer Klasse, sondern haben mindestens 10, meistens sogar mehr Mitschüler. In der Regel hat man so zwischen 20 und 30 Klassenkameraden. Jetzt sollte es auch logisch sein, dass die alle ja mal dran kommen müssen. Dass es also unmöglich bei jeder Frage nur euch treffen kann, der die Antwort gibt. Klingt logisch, oder? Ich finde es logisch. Aber gut. Wenn jetzt der Lehrer eine Frage stellt, dann melden sich meistens mehrere Schüler. Wie macht der Lehrer das jetzt? Soll er jetzt sagen, jeder ein Wort der Antwort? Oder schlimmer noch, einen Buchstaben? Nee, der pickt sich halt einen Schüler raus und im Idealfall weiß der Schüler die Antwort. Und wenn die anderen auch alle die Antwort wissen, dann sagen die halt, oh Mann. Jetzt glaubt bitte nicht, bloß weil ihr nicht drankommt, wenn ihr euch meldet, dass der Lehrer nicht merkt, dass ihr euch meldet. Das kann auch mal vorkommen. Dazu kommen wir nachher. Aber normalerweise nimmt der Lehrer das wahr und es wirkt sich positiv auf eure Note auf, weil ihr mitmacht. Ihr seid bereit, den Arm hochzuhalten und zu sagen, jo, ich weiß die Antwort, nehme ich halt dran. Wenn du mich nicht dran nimmst, alles klar, dann halt nicht, weiß es halt der andere. Oder er weiß es nicht, wo geht der Arm wieder hoch? Juhu, neue Chance. Der merkt das und der schreibt euch das vielleicht sogar auf oder behält es im Hinterkopf, keine Ahnung. Jeder Lehrer macht das anders. Genauso merkt das auch, wenn ihr euch nicht meldet. Gibt dann halt Minus oder wird halt irgendwie anders vermerkt. Lehrer sind nicht doof, die merken das. Aber nicht im Sinne von, dass sie jedem nach jeder Stunde Rückmeldung geben, heute hast du gut mitgemacht, heute hast du nicht so gut mitgemacht oder auch Entschuldigung, dass du heute nicht so oft dran kamst. Jetzt gibt es ja halt auch Schüler, die melden sich nicht. Das solltet ihr ja wahrscheinlich auch alle kennen. Es gibt Fächer, da seid ihr einfach besser, da könnt ihr mehr im Unterricht mitmachen, meldet euch häufiger und es gibt Fächer, da bleibt der Arm meistens unten, weil ihr einfach überhaupt keine Ahnung habt, was die richtige Antwort ist. Lehrer wollen aber normalerweise allen Schülern die Möglichkeit geben, sich am Unterricht zu beteiligen. Darum machen sie zwei Dinge. Erstens, sie stellen unterschiedlich schwierige Fragen. 1 + 1 ist, ja, ne, 2. Die Wurzel aus 367 ist, weiß ich jetzt auch nicht, schwieriger. Wenn jemand in Mathe schlecht ist und sich nie meldet, dann kriegt er halt mal eine einfache Aufgabe. Und dann denkt sich der Lehrer, jetzt nehme ich genau den dran. Da melden sich 5 andere, ich weiß, die wissen die Antwort, die sind alle gut. Jetzt will ich von diesem einen die Antwort hören. Ich will wissen, ob er das weiß. Das ist eine einfache Frage. Und wenn er das jetzt nicht weiß, dann ist es für den Lehrer eine Rückmeldung, okay, der ist wohl wirklich nicht so gut. Natürlich, für die mündliche Note ist das nicht so super, aber für den Lehrer heißt es, ey, da ist ein schlechter Schüler. Entschuldigung. Aber die sind wichtig. Da ist ein schlechter Schüler, der weiß die Antwort nicht. Jetzt frage ich mal einen anderen schlechten Schüler, weiß die Antwort vielleicht auch nicht. Möglicherweise wissen es ganz viele nicht. Vielleicht habe ich das schlecht erklärt. Vielleicht muss ich nochmal ran, weil ein Großteil meiner Klasse es nicht verstanden hat. Für einen Lehrer ist das eine Rückmeldung. Der muss auch mal jemanden dran nehmen, der sich nicht meldet. Mal ganz abgesehen davon, dass ihr kein Recht habt, dass ein Lehrer euch dran nimmt, wenn ihr euch meldet. Der Lehrer hat eine komplette freie Auswahl, wen nehme ich dran? Nehme ich den, der sich meldet, nehme ich den, der sich nicht meldet, nehme ich den, von dem ich ganz genau weiß, er weiß es nicht, nehme ich den, von dem ich ganz genau weiß, er weiß es, völlig egal. Nehme ich den mit den blonden Haaren, den mit den braunen Haaren. Es ist Lehrersache, da habt ihr null Anrecht. Außer, dass es halbwegs fair verteilt sein sollte.
Die zweite Sache ist halt, dass sie eben auch mal die dran nehmen, die sich nicht melden. Ist ja eigentlich, ich sag's ja nur ungern, aber logisch, wenn man merkt, dass alle Schüler ja gleich mitmachen sollen, damit man mündliche Note von ihnen hat. Ne? So, jetzt gibt's natürlich auch die Option, der Lehrer sieht euch nicht. Das sieht euch aber nicht. Kann passieren. Da kann dann aber keiner wirklich was für. Dann solltet ihr vielleicht mal den Lehrer darauf aufmerksam machen. Ich habe mich jetzt schon oft gemeldet und ich habe den Eindruck, sie sehen mich nicht. Können sie vielleicht mal auch bei mir da rechts hinten im Eck gucken? Oder alternativ, ich setze mich, glaube ich, mal um, weil der Lehrer sieht mich irgendwie nicht. Kann man machen. In den meisten Fällen ist das aber nicht das Problem. Vielleicht hat der Lehrer ja festgestellt, wann immer er euch dran nimmt, er gibt einfach die falsche Antwort. Ich hatte tatsächlich mal jemanden in der Klasse, der hat, oder die vielmehr, hat im Matheunterricht erstens furchtbar lange Antworten gegeben oder auch Fragen gestellt, die zweitens null was mit der Frage oder mit dem Thema zu tun hatten. Aber wirklich, ausschließlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass die mal eine richtige Antwort gegeben hat. Wenn die den Arm hochgestreckt hat, haben wir alle gehofft, oh Gott, hoffentlich kommt sie nicht dran. Und wenn sie dann dran kam, lehn dich entspannt zurück, hör zu, was sie sagt, versuch es irgendwie zu verstehen und warte darauf, bis der Lehrer sagt, nee, oder das hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun. Stay. Jetzt, das ist hoffentlich ein eher seltener Fall von Schülern. Ich hatte das auch nur einmal. Aber es kann natürlich sein, dass wenn ihr euch dran nimmt, ihr gebt halt immer falsche Antworten. Jetzt meldet ihr euch mal und ihr meldet euch vielleicht sonst auch. Dann denkt er sich, ich nehme euch jetzt nicht dran. Ich brauche jetzt die richtige Antwort. Wir haben keine Zeit oder dies oder das. Es spielt letztendlich eigentlich keine Rolle, ob ihr es wisst oder nicht. Ihr habt zwei Optionen. Ihr meldet euch oder ihr meldet euch nicht. Und der Lehrer überlegt sich, nehme ich jemanden, der sich meldet oder nehme ich jemanden dran, der sich nicht meldet. Freie Entscheidung. Da gibt es noch so eine Option und die ist dann weniger schön. Der Lehrer fragt was. Ihr seid der Einzige, der sich meldet. Und der Lehrer nimmt euch nicht dran. Sagt vielleicht sogar, weiß denn niemand die Antwort. Für euch ist das richtig kacke, weil ihr denkt euch, hallo, bin ich niemand. Aber das hat einen Hintergedanken. Vielleicht nicht unbedingt immer und bei jedem Lehrer, aber das hat schon Hintergedanken. Wenn das nächste Mal der Fall ist, schaut euch mal um. Meldet sich sonst wirklich niemand und vor allem sehen alle Klassenkameraden, dass ihr euch meldet? Wahrscheinlich nicht. Und genau das ist der Sinn dieser Niemand-Sache. Der Lehrer denkt sich, einer meldet sich, super Sache. Könnten eigentlich noch ein paar mehr wissen. Ich sage einfach mal, was, keiner? Und dann denken sich die Schüler, die sich gerade nicht melden, ah, ja, ich weiß es, also melde ich mich halt doch nur, damit sich ein paar mehr Leute melden. Es gibt Lehrer, die nehmen dann den dran, der sich von Anfang an gemeldet hat. Die wollen einfach nur sehen, dass die anderen mitmachen. Das ist blöd, wenn man dann sagt, niemand, weil da kommt man sich halt echt doof vor. So, hallo, du guckst mich an, du siehst doch, dass ich mich melde. Aber das ist meistens der Hintergedanke. Wenn der Lehrer dann tatsächlich selbst die Antwort gibt, obwohl ihr euch meldet, das ist scheiße. Macht man nicht, aber gibt auch solche Lehrer. Ich habe mal von jemandem den Tipp gelesen, dass man sich einfach melden soll, auch wenn man die Antwort nicht weiß. Wenn man dann nicht drankommt, hoffentlich, weil man die Antwort ja nicht weiß, dann einfach so tun, als ob man, also so was sagen von wegen, oh, wollte ich auch gerade sagen. Und wenn man doch drankommt, zu sagen, ah, jetzt habe ich es vergessen. Kann funktionieren, man sollte sich aber bewusst sein, dass wenn das zu oft passiert, man drankommt und sagt, oh, jetzt habe ich es vergessen, dass der Lehrer dann mal einen Brief nach Hause schickt, dass bei euch mit dem Gedächtnis was nicht in Ordnung ist und eure Eltern euch mal zum Neurologen schleppen sollen. Funktioniert meistens auch nicht, weil, naja, es gibt schriftliche und mündliche Leistungen. Wenn ihr mündlich schlecht seid und schriftlich schlecht seid und mündlich auch meistens nichts wisst, dann wird der Lehrer das irgendwann merken, wenn ihr jedes Mal sagt, oh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Oder, ah, wollte ich auch gerade sagen. Wie gesagt, Lehrer sind nicht dumm. Also kurz gesagt, es gibt keine Gesetze, wann ihr drankommen dürft und wann nicht. Es muss alles in etwa fair sein. In jeder Stunde sollte mal irgendwie jeder was sagen, was natürlich nicht immer geht, weil nicht immer ist eine Unterrichtsstunde so, dass man mitmachen kann, dass alle mitmachen können. Glaubt nicht, dass ein Lehrer nicht merkt, ob ihr mitmacht oder nicht. Es spielt nicht nur eine Rolle, ob ihr die richtige Antwort gebt. Es spielt auch eine Rolle, ob ihr überhaupt mitmacht. Und wenn ihr halt nicht gut mitmacht, weil ihr vielleicht einfach nicht mitmachen könnt, weil ihr es dann nicht wisst, fällt es genauso negativ auf, wie wenn ihr euch jedes Mal einfach meldet, nur damit der Arm in der Höhe ist und
jedes Mal, wenn ihr drankommt, was Falsches sagt. Umgekehrt fällt es aber halt auf, wenn ihr gute Antworten gebt. Und wenn ihr mal bei einer leichten Frage eine Antwort wisst und bei einer schweren Frage eine Antwort nicht, das ist alles nicht schlimm. Aber bloß weil ihr euch meldet und nicht drankommt und drankommt, wenn ihr euch nicht meldet, heißt es nicht, dass es automatisch schlechte Note gibt. Das ist für euch blöd, weil ihr denkt euch, ich melde mich, ich weiß es und jetzt nimmt mich der Lehrer nicht dran. Und jetzt, wo ich es nicht weiß und mich ja natürlich nicht melde, nimmt er mich dran. Warum macht er das nicht einfach so wie jeder, wenn man sich meldet, kommt man dran? Das macht er nicht, weil es Schüler gibt, die sich halt nicht melden. Grundsätzlich nicht. Hey, das ist Job des Lehrers, rauszukriegen, wer weiß es nicht, wer braucht ein bisschen Hilfe, wer ist alleine gut bedient. Für euch nicht unbedingt nachvollziehbar, offensichtlich, aber für mich schon. So, jetzt höre ich auf. Stay, da kommen nämlich Hunde, Pferde, sowas ähnliches, nur viel größer. Macht's gut, ich wünsche euch viel mündliche Mitarbeit und gute Noten und